Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Es geht hier weiter, Rang 27, also noch nicht wirklich sehr, sehr weit. Also einige Spezialaufträge müssen wir noch machen, aber wir haben ja viele, viele eigentlich schon gemacht gehabt. Ja, ja, haben wir auch schon. Haben wir noch nicht geschafft. Und mehr gibt es anscheinend auch noch nicht. Na genau, Rang 30, 35 und so weiter. Was müssen wir noch machen? Das hier und das haben wir schon, also Runde 40 brauche ich. Genau, ich glaube, das war mein Fail gewesen. Das habe ich verkackt. Habe ich fertig. Heißt also nur für Spezialagenten und Kurzlebe fehlen mir noch, glaube ich. Dann habe ich das alles geschafft und kann mich den super tollen zufälligen Missionen widmen. Den hier. 250 Stück. Ja. Will ich überhaupt gar nicht wissen, was es hier so alles gibt. Ich wollte es mal gucken. Rechte Runde 45 und Schloss im Upload zur Lypse-Modus benutzen und Nahefabriken, Boomerang, Bombentürme, Kippschutzschütze und Freibeuter. Du startest mit, sollte gar nicht so schwierig sein. Runde 45 ist jetzt nicht wirklich, na gut. Es ist ein anderes. Da müssen wir auf jeden Fall Enterhaken benutzen, ob wir es irgendwann später machen. Aber es ist jetzt sowieso wieder eine andere mit Map. Ich mache jetzt mal Go. Wir nehmen uns jetzt ein paar Mittelmissionen vor. Die Frage ist, welche? Habe ich das auch verloren gehabt? Ach nee, stimmt, das war die Odyssee gewesen. Verdammt, lass die Odyssee nicht wieder neu sein. Okay, ich hatte einmal die Odyssee gemacht und es ist so, dass man jetzt wirklich nur noch ein einziges Mal im kompletten Mal, in der kompletten Woche die Belohnung bekommt, so wie ich das jetzt sehe, weil ich habe es gestern gemacht, kann auch sein, ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit, aber zumindest innerhalb von 24 Stunden kriegt man das nur ein einziges Mal, ich weiß nicht, ob es darüber hinaus noch einmal geht, aber ich bekomme es ja aktuell nicht. Und ich habe gestern, weiß ich gar nicht wann genau, gestern Abend das gemacht gehabt. Also das ist schon ziemlich traurig. Das ist scheiße, gerade wenn ich einen Raum verloren habe, weißt du? Da muss der Bug behoben sein, das ist doch kacke. Ah, Expresslieferung haben wir schon öfters mal gemacht. Schädelberg habe ich mal wieder Bock irgendwie. Machen wir auf Mittel. Das ist kein Ding. Kein Ding. Und ja, das Spezialamt muss ich so schnell wie möglich wirklich machen. Das ist so krass, wie wichtig das teilweise ist halt für die Wurfpfeilaffen. Needed. So, brauchen wir 65 Runden mit einem BFB. Sollten wir aber, denke ich, noch hinkriegen, oder? Ich werde mir einmal eine Banane, wobei Bananenplantage lohnt sich nicht wirklich. Mal gucken. Erstmal spielen wir. Und dann schauen wir mal weiter. Ich hoffe mal nicht, dass ich verliere, weil das ist echt doof. Bald kommen auch wieder ein paar Koop-Missionen. Der Mr. Mobile Fanboy ist ja auch nicht, glaube ich, mehr so weit vom Level. Er hat ja auch schon öfters mal neu angefangen gehabt. Und wir teilen das gleiche Schicksal. Na, ist schon bitter. Und was ich noch ein bisschen trauriger finde, sind die Kommentare, die teilweise geschrieben wurden. Da macht doch nicht wieder alles von vorne. Das wollen wir doch alles gar nicht sehen. Ist doch total langweilig. Was genau macht das hier, was ich gerade mache, einen Unterschied mit dem anderen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine andere Map auch schwer spielen würde, was würde das denn für einen Unterschied machen? Wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht. Deswegen verstehe ich das auch nicht so ganz, aber na gut, da hat ja jeder seine eigene Meinung. Das ist ja in Ordnung. Verstehe ich trotzdem nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Ist sehr merkwürdig gewesen. Aber nun ja. Ja, Schnellstrecke würde ich auf jeden Fall gerne haben, weil 3000 Money, das ist nicht gerade wenig. Also ich meine, das ist so eine leichte Map hier, eigentlich sollte das doch schaffbar sein. Eigentlich sollte das doch schaffbar sein, oder? Machen wir ja am besten hin. Am liebsten würde ich ein Affendorf dann hier hinsetzen. Wo halt noch ein Superaffe und so weiter gepusht wird. Gleich mal die Range angucken vom vom Affendorf. Ja, ich muss die ganzen Coins und so weiter wieder nachholen. Die brauche ich alle wieder. Zur Not halt im Korb. Da regeln wir das easy. Selbst ohne die ganzen Spezialdinger kriegen wir das locker hin. Ja, auf jeden Fall holen wir Startleben. 150 ist eigentlich gar nichts. Das ist wie, ist einmal nichts. Was habe ich beim letzten Mal gehabt? 90 zusätzliche Startleben, was einfach schon mal wesentlich mehr ist. So. Genau.
Genau, gerne würde ich so hier hinsetzen. 800 Dollar günstiger, super Affenfängtop brauchen wir jetzt aber noch nicht oder gar nicht. Zumindest habe ich nicht geplant zu bauen. Sehr schön günstiger. Da können die Liebblums kommen, meinetwegen. Noch ein Scharfschützen. Wir brauchen so 2-3 Scharfschützen, wäre nicht schlecht. Ach, Menno. Wäre nicht schlecht, ey. Gib mir nicht auf den Sack, ey. Warum? Diese Runden sind so schlimm, wirklich. Autoplay-Button, bitte. Gut, dann wenn wir das Affen auch mal ein bisschen aufplustern. Kostet ja nicht so viel. Und wir haben eigentlich schon relativ gute Verteidigung. Vielleicht könnte ich hier sogar noch einen Eisturm hinmachen. Werde ich auch machen. Ich denke mit arktischer Wind. Naja, klacker du ruhig, du Mistding. Gleich noch die Affenfestung. Und zack, eine Platzkraft erhöht. Und dann wenn wir hier mal ein bisschen einfrieren, die Gegner. Damit sie halt nicht so weit kommen. Ja, arktischer Winter ist an sich eine super Sache eigentlich. Ihr seht schon, dass die eigentlich gar nicht verteidigt werden können. Merke ich hier gerade schon, warum auch immer. Ist ja spannend, dass die alle durchkommen einfach mal. Verstehe ich auch wieder gar nicht, aber gut. So, mach die mal kaputt hier. Dann sollte es aber sich erledigt haben schon. Sehr schön. Ja, warum haben die mal so durchgekommen sind, das ist erstaunlich. Da kann ich gar nichts hinsetzen. Ein Super würde ich jetzt gerne hinsetzen, weil der sollte langsam wirklich reinkommen. Es kann doch nicht sein, dass schon wieder so viele durchkommen. Oh Mann, ey. Vor allem, ich kann hier nichts hinsetzen, du dickes Ding, ey. Ich denke mal, der eine reicht. Gut. Wenn wir einen Freibeuter abnehmen, das ist eine gute Idee. Hier unten oder hier oben? Hier unten hätte er ein bisschen. Ja, wir nehmen es hier oben. Ja, später sowieso noch größere Kanone, das ist schon super. Ja, und so leicht kommen die jetzt nicht mehr durch. Er hat von dem Ding abgeschossen. Größere Kanonen. Ausguck, um Tarmalons zu entdecken und jetzt gleich noch den Zerstörer. Und dann fliegen die Pfeile super, super schnell. Die müssen noch besser werden. Was den Damage angeht. Ja, ein paar Runden kommt ja schon der Moab. Der erste. Ja, wir brauchen irgendwas, um die Dings kaputt zu machen, die Eisblunts. Oder arktischer Wind. Vielleicht werden wir auch die Eisbrocken nehmen. Das ist auch eigentlich hier halt wesentlich besser. Weil die halt hier mehr platzen können. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Erfahrung. Ein bisschen Erfahrung fehlt dort noch. So, dann kommen wir gleich mal. Ja, ich muss ja noch ein paar mehr hinsetzen. Ein paar mehr. Super, dafür kommen wir nächste Runde. Dann die Keramik. Boah, genau auf den. Okay, jetzt habe ich die Eisbrocken. Würde schon sagen, genau auf den Dollar habe ich jetzt hier einen Superaffen bekommen. Aber erstmal, wenn wir die Eisbrocken spielen, wichtiger. Damit die gleich alle wenigstens alle zack und jetzt tschu. Ja, jetzt kommen sie nicht mehr so weit. Gefällt mir. Radarscanner mache ich auch noch, damit mein Eistower die Dings entdecken kann. Die ganzen Tarnbloons. So, nächste Runde, übernächste Runde kommt schon der Moab, der erste. Sollte aber kein Thema sein. Bis dahin natürlich noch die Laserstrahlen. Bzzz, Laserstrahlen.
Schöne Ranch-Erhöhung noch. Und da kommt dann der BFB, Moab. BFB ist es noch nicht. So schnell ist es noch. Und jetzt kommt schon der Radarscanner. Das heißt, die Hammerungs können mich jetzt auch mal. Ja, Hammer schlecken. So. Ja, okay, der Eisturm ist immer noch der mit den geringsten Pop-Counts, aber das ist okay. 1774. Der soll ja auch nur eigentlich zum Einfrieren da sein. Und nicht mehr. Damit die halt so ein bisschen dort stehen bleiben. Laser schon gleich 4-5. Sollte möglich sein, ne? Und ich glaube, es sollte auch nur easy möglich sein, den BFB zu zerstören. Jetzt gerade einen schönen Vulparize, ja, hier Dingens, weiß nicht, ob es Vulparize heißt, irgendwie habe ich so das Gefühl, das heißt so. Die Plasmastrahlen. Oder so irgendwie aufs Hearthstone den Begriff mitgenommen. 4400, werde ich auf jeden Fall gleich noch einen hinsetzen. Na, komm, da war eins. Da war eins. Naja, der Eistauer ist schon eine schöne Sache. Der macht doch ziemlich viel kaputt. Der macht sehr viel kaputt. Und ich würde sagen, er ist schon nicht mehr schwächste. Ja, der Freibeuter aber hat weniger Popcorns, einfach weil er nicht rankommt. Na, doof gelaufen, ne? Laserstrahlen, ne? Der kriegt das mit dem monumentaler Reichweite. Bevor der gleich die Plasmastrahlen bekommt. Ja, es sind noch 12 Runden, dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Easy. Ja, kommt ruhig her, ist kein Problem. Ist kein Ding, ich hau euch alle weg. Klebstoffschütze, schaltet die Upgrades der vierten Stufe frei. Blumenverdünner. Sehr schön. Ja, man merkt schon, es wird wesentlich schwieriger gerade aufzuleveln schon. Ja, so auf die stärksten geschnellt. Ist jetzt nicht mehr ganz so leicht, diese ganzen Level zu bekommen. Er verarscht mich die ganze Zeit. Ich denke mal, das war's und ich will immer auf Play drücken. Autoplay-Button, please. Wäre echt genial, auf jeden Fall sowas. So, kein Leben verloren bisher, ist das schön. Schon mal, das ist so eine super Neuigkeit hier. Jetzt sind es auch nur noch 7 Runden. Nicht, dass ich wieder verliere. Aber ich glaube nicht, das ist halt so eine recht einfache Map, die sollte nicht so schwierig sein. Was war das andere gewesen? Diese hässliche Wassermap hier, Treiber ist oder wie die hieß. Da habe ich ja gegen einen Moab verloren gehabt. Gegen die Moabs, allein nicht mal die BFBs, sondern nur gegen Moabs. Das war schon krass. 8800, wow. Das ist wow. Das ist ja wirklich wow. Okay. Nicht übel für so eine Dingens. Oh, okay. Ja, aber sollte reichen. Stimmt, die können auch da noch angreifen. Oh mein Gott. Alter, das ist nicht übel, wirklich. Alter, er macht 400, 500 Counts pro Attack. Das ist ja richtig heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das hat schick sowas. Ich werde dem mal Robo-Affen. Aber das war's doch gewesen. Das ist eine, wie gesagt, eine recht leichte Map. Theoretisch hätten wir nicht auf schwierig spielen können. Wäre auch nicht schwer gewesen. Hätte man machen sollen. Ich bin mir noch unsicher, weil bei schwer will ich auf jeden Fall die Bananenplantagen mitnehmen. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Bananenplantagen schon vom Rang her bekommen habe. Also die ganzen Ringe. Müsste mal gucken. Boah, das war so Runde 63. Das ist die abartige Fuckrunde ist da. Mit den unglaublich an Mengen an Keramikblutes, aber alle zerstört wurden von meinem Alter. Der hat keine Ahnung, wie viele Schichten. Und 15335. Bam! 2500. Oh, da kommen ein paar Mobs. Aber ist kein Ding. So, letzte Runde. Tödliche Präzision. Ach, ich liebe den Laserstrahl dann vom Scharfschützen. Das ist ziemlich cool. Keiner, vor allem auch keine Erfahrung, ne? Gar nichts. Der Eisturm. Das heißt, die Erfahrung hat irgendein anderer Tower bekommen. Ich weiß noch nicht welcher. Eigentlich levelt hier gerade keiner. Nun gut, trotzdem haben wir es geschafft. Das ist ja gar nichts eigentlich. Was ist denn das für eine Belohnung? Was soll ich denn damit machen? Ja, mir wurde auch gesagt, ich soll im freien Spiel theoretisch die ganzen Tower weiter leveln. An sich eine gute Idee, aber ja, ich level lieber so weiter. Das sind ja die ganzen, die ich benutze.
Habe ich ja fast schon. Ich könnte 3 Runden auf schwer probieren. Haben wir nämlich auch noch nicht. Ich versuche, ich kann nicht auf schwer machen, wenn ich dann noch die ganzen Dinge habe. Dann ärgere ich mich wieder. Ach, geh weg. Wir können aber durchaus das kaufen. Und doch gleich aktivieren. Ach komm, geh weg. Ist schon aktiviert, wunderbar. Ja, dann müssen wir das jetzt wirklich noch aufrüsten. 500 für die nächste, dann halt... Oh, ein Wurfpfeil. Das ist halt das Wichtige. Macht die Pfeile des Wurfpfeilaffen explosiv. Das ist für mich das wirklich Wichtige. So, was auch wichtig ist, ist Startleben. Gib mal ein bisschen her hier. Da schön 10%, 10 Startleben jetzt dazu. Ein bisschen Startgeld vielleicht noch. 10 Gold oder 10 Dollar. Kann auch nicht schaden. Ja, wir sind schon bei 16 Minuten, sehe ich hier gerade. Wir haben am Anfang ein bisschen viel gelabert. Tja. Da würde ich sagen, Leute, machen wir in der nächsten Folge weiter. 2 Level sind wieder aufgestiegen. Wir werden... Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich wirklich auf das so schwer probieren soll, weil wenn ich verkacke, dann ärgere ich mich halt extrem. Überlege ich noch. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge von Bloons. Ciao, ciao.